Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Okulare Extrakte anzunehmen bei Elevik Fitzer in Borvalus. An dieser Position ist eine der Folgequests von den ersten Steinwerfern. Da gibt es ja danach zwei neue. Braucht ihr etwas? Nun darf ich mich ins Sturmsanktal begeben, in dieses Gebiet, werde also nach Metbrauerei Mildenhall fliegen. Ich starte jetzt noch den Flug und danach sehen wir uns kurz bevor ich lande. Also müsst ihr euch den Flug nicht anschauen. So, und hier nur als Beweis, dass ich auch wirklich dahin fliege und euch nicht verarsche. Und wir sehen uns gleich. So, da befinde ich mich auch schon im Landeanflug. Nun laufe ich ins Questgebiet. Und hier darf man diese Mobs töten, die den Yetis ähnlich sehen. Das sind diese Honiggieriger Zerfleischer. Die darf man töten, um diese Quest-Items zu bekommen. Jetzt ist ein bisschen mehr geedet, als ich ins Questgebiet gelaufen bin, aber das ist alles gleich tot. Und da war auch schon ein Auge drin. Soweit ich weiß, hat jeder Mob ein Auge. Das ist nicht immer der Fall, dass jeder Quest-Mob auch ein Quest-Item dabei hat. Der hat es sogar zwei. Hab nun 4 von 10. Wir kämpfen zwei Zerfleischer gegen eine Biene. So, mal schauen, wie viele Augen ich bekomme. 3 Stück. Heißt also, ich könnte jetzt 2 Augen bekommen, dann wäre die Quest fertig. Aber da das nicht immer der Fall ist, könnte ich auch nur 1 bekommen. Es sind 2. Glück gehabt. Nun einfach zurück zum Flugpunkt oder ihr könntet euch auch nach Borvalus porten. Oder Flugpfeife benutzen, völlig egal. Bin auch schon gleich da. Ich werde wieder den Flug starten und dann dasselbe wie auf dem Herflug. Werde ich den Flug nicht mit aufnehmen. Und wir sehen uns wieder beim Landeanflug. Wie ihr seht, bin ich im Landeanflug. Und nun geht's zum Abgabe-NPC. Da bin ich auch schon. Quest ist abzugeben bei Elvig Fitzer in Borvalus. An dieser Position ist der Alchemie-Lehrer halt, ist auch eine Alchemie-Quest. Danke fürs Zuschauen, hoffe mein Video konnte euch helfen. Ciao!